Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Review hier bei Gamerski und heute schauen wir uns mal einen Gaming-Monitor an, der optimal für PC und sogar Konsolengaming sein soll, also PlayStation 5 und Series X oder S. Und das ist das gute Stück, was hinter mir steht, nämlich der AOC Argon, also AOC AG 273QX in 27 Zoll. Und was der so drauf hat, das erzähle ich euch jetzt im Review. Im Lieferumfang mit enthalten haben wir natürlich neben dem Panel und dem Standfuß auch noch die nötigen Kabel wie DisplayPort-Kabel, ein HDMI-Kabel und ein Stromkabel. Und dann ist noch ein Modul dabei, was ich euch nachher noch erkläre, wofür das da ist. Der Monitor ist vom Design her sehr auffällig. Es ist kein gängiger Standfuß, sondern eher drei Beine, die nach oben zusammenlaufen, wo das Panel montiert ist. Der komplette Standfuß sowie die Halterungen sind aus Metall und fühlen sich sehr hochwertig an. Die Beine in Schwarz hätten mir aber, glaube ich, besser gefallen. Dann sieht es halt natürlich auch stimmig aus. Der Vorteil aber an dem Standfuß ist, dass man die Kabel durchführen kann und somit nicht am Monitor vorbei muss. Und ja, da hat man sich also etwas bei gedacht, finde ich eigentlich ganz nice. Man kann den Monitor drehen, neigen, schwenken und auch in der Höhe verstellen, um ihn dann ergonomisch an die eigene Sitzposition anzupassen. Das Panel hat hinten auch eine RGB-Zone, die ich aber ein bisschen überflüssig finde, weil die Beleuchtung ist nicht gerade hell, dass die Wand dahinter so angestrahlt wird, aber ich denke mal auf LAN-Partys ist das sicherlich ein Hingucker. Von den Anschlüssen her am Monitor sind wirklich mehr als ausreichend vorhanden. Wir haben zweimal DisplayPort 1.4, ein HDMI 2.0 Anschluss, ein paar Audioausgänge, Mikrofoneingänge und vier USB-Slots, um ja, Sachen zu laden beispielsweise. Der Monitor an sich hat auch integrierte Boxen, die aber so lala klingen. Was aber ein cooles Feature ist, was ich persönlich sehr nice finde, ist das mitgelieferte Modul zur Monitorsteuerung. Dadurch können wir Gaming-Presets direkt per Knopfdruck aktivieren und eben die Monitor-Settings anpassen. Das ist halt wirklich sehr intuitiv und einfach und man muss nicht am Monitor irgendwie rumdrücken. Das Panel an sich ist an drei Seiten rahmenlos und nur an der Unterseite relativ dick mit dem Argon-Branding. Hier fällt auf, dass man bis hin zum Rahmen eigentlich noch eine Menge Platz hat und das Panel an sich eben zu klein für das Gehäuse ist. Da hätte man definitiv effizienter arbeiten können, um dann auch so ein Multi-Monitor-Setup wirklich angenehmer zu machen und nicht, dass man dann so einen schwarzen Streifen noch in der Mitte hat. Das verbaute Panel hier ist ein VA-Panel mit 27 Zoll Größe und 165 Hertz Refresh Rate. VA-Panel sind ja im Vergleich zu TN-Paneln, die ich immer bevorzuge bei Shootern und bei Competitive Gaming, von den Farben und vom Kontrast her wesentlich besser, aber vom Input-Lag und von der Reaktionszeit nicht so nice. Hier aber spielt das überhaupt keine große Rolle. Praktisch ist mir das in Shooter-Games hier nicht aufgefallen, außer vom Ghosting. Ghosting-Effekt bedeutet, dass ein Pixel nicht so schnell die Farbe ändern kann und man hinter Bewegungen von Figuren zum Beispiel oder von Gegenständen eben so einen kleinen Schleier hinterherzieht. Das ist mir ein bisschen aufgefallen, aber eher unregelmäßig, muss ich sagen. In Shootern wie zum Beispiel Splitgate, die wirklich super schnell sind, was so eine Art Quake-Verschnitt ist, da habe ich das nicht gesehen, aber in langsameren Games wie Apex Legends bzw. PUBG ist mir das dann doch aufgefallen und da komme ich so ein bisschen ins Grübeln, warum. Und dann musste ich natürlich auch für euch den UFO-Test machen, um zu sehen, ob wirklich so ein Ghosting-Effekt jetzt da ist oder ob das an dem Spiel liegt. Und ja, leider ist das Ghosting einfach zu stark bei dem Monitor und das finde ich ist ein riesen Kritikpunkt, denn der Monitor kostet schon an die 500 Euro und da darf einfach sowas nicht sein. Das Bild an sich ist aber wirklich klasse, es ist hell mit 400 Nits, ein bisschen heller als der Standard, was 300 bis 350 Nits sind. Wir haben tolle Farben, tolle Kontraste und auch die Möglichkeit HDR zu aktivieren, das zwar nicht beim PC-Gaming, das funktioniert nicht, aber dann für die Konsolen. Ich habe das mit meiner Xbox Series X mal ausprobiert und es ist Wahnsinn, was man noch aus dem Bild dadurch rausholen kann. Es wird noch mal ein Stück heller und noch mal die Farben kräftiger und das ist ein cooles Erlebnis. Und dank dem HDMI 2.0 haben wir natürlich die Möglichkeit, auch die neuen Konsolen auf 1440p mit 120 Hertz bzw. 120 FPS zu spielen und das ist schon ein Riesenunterschied zu den Vorgängerkonsolen. Daher kann ich euch den Monitor auch wirklich empfehlen, wenn ihr eine aktuelle Konsole habt und vielleicht PC-Gaming betreiben wollt,
wirklich ein super Allrounder. Ansonsten unterstützt der Monitor auch FreeSync Premium Pro. Das ist das beste FreeSync, was aktuell auf dem Markt ist. Reduziert Tearing. Es ist einfach ein flüssiges Bild, ein scharfes Bild bei Drehungen und man hat keine unnötigen Glitches und kein unnötiges Tearing, was das Bild versaut. Und das ist mir hier auch sehr positiv aufgefallen. Ansonsten, was mir persönlich richtig gut gefällt, ist auch das Modul, um den Monitor zu steuern und was man da alles einstellen kann und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt am Rechner. Und so sieht das kleine Modul aus. Wir haben hier Zahlen von 1 bis 3, bedeutet 3 verschiedene Bildmodi. Das seht ihr auch im Hintergrund, wie sich das Bild verändert. Dann haben wir hier einen Zurück-Button mit den verschiedenen Pfeiltasten. Können wir hier zum Beispiel auf rechts dann die Beleuchtung des Monitors hinten ändern. Wir haben auf links, können wir sozusagen durch die verschiedenen Bildmodi durchswitchen. Nach unten haben wir ein kleines Rectangle, was wir aktivieren können, was ihr in der Mitte des Bildschirms seht. Und nach oben dann die verschiedenen Quellen einstellen. Wenn wir uns das jetzt mal genauer anschauen und in das OSD-Panel reingehen, dann haben wir hier die Möglichkeit, als allererstes das Image-Setup vorzunehmen. Bedeutet, wir können hier den HDR-Effekt einstellen auf Picture, Movie oder Game. Das ist ganz interessant, wie gesagt, wenn man die Konsolen angeschlossen hat. Dann Audio, können wir hier unseren eigenen Sound der Boxen einstellen. Wir haben über extra die Möglichkeit, nochmal einen Timer einzustellen und Co. Also ein bisschen Spielerei. Game Settings ist interessant. Wenn wir hier den Game Mode sozusagen einstellen, können wir dann noch verschiedene Bildmodi einstellen. Shadow Control, also Black Equalizer, ne, die ganzen dunklen Stellen werden somit erhellt. Game Color, können wir sozusagen die Color Vibrance einstellen, um das entweder richtig schön kräftig zu gestalten oder dem ganzen Bild Farbe rauszunehmen. Adaptive Sync, also FreeSync Premium Pro. Overdrive ist dazu da, um nochmal ein bisschen mehr Spannung auf die Pixel zu geben, dass die Reaktionszeit ein bisschen verkürzt wird, soll also den Ghosting-Effekt minimieren. Ob Weak, Medium oder Strong hat bei mir hier keine Unterschiede gemacht und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Und ja, Frame Counter könnt ihr sozusagen einstellen, ob ihr sehen wollt, wie viele Frames ihr gerade im Spiel habt. Dann, wenn wir hier weiter rübergehen, Luminance ist halt Kontrast und Helligkeit. Und verschiedene Gamma-Einstellungen. Bei Color Setup könnt ihr hier sogar den Low-Blue-Modus anmachen. Also wenn es drumherum um euch ein bisschen dunkel ist, die blaue Farbe rauszunehmen, damit die Augen entspannt werden. Die Color Temperature einstellen und Co. LightFX ist natürlich dann dazu da, um die Beleuchtung des Monitors einzustellen und so weiter und so fort. Bei OSD Setup habt ihr halt noch die ganz klassischen Sachen. Ja, und das wäre es im Prinzip. Es ist sehr intuitiv. Es ist mit dem Modul, was ich hier in der Hand halte, wirklich sehr einfach zu bedienen. Es funktioniert ohne Delay, ohne Input-Lag. Es ist der Wahnsinn. Und das habe ich so bisher bei keinem Monitor gesehen. Von daher einen großen Daumen nach oben an der Stelle. Ja, mein Fazit zum AOC AG273QX Gaming Monitor sieht wie folgt aus. Es ist ein sehr guter Monitor, aber vom Preis her ein bisschen zu happig. Was überhaupt nicht geht, ist dieser Ghosting-Effekt, ist also für schnelle Games eher ungeeignet. Tritt aber halt wirklich nur sporadisch auf. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht einkalkulieren kann. Ansonsten, für Konsolen ist der Monitor sehr gut geeignet. Wir können bis zu 1440p und 120 Hertz einstellen. 4K 60 wird auch unterstützt, aber der Monitor hat eben nur eine Auflösung von 2560x1440. Ne? Daher nur QHD anstatt 4K. Und von der Bedienung, vom Look, finde ich den wirklich richtig klasse. Das Bild ist toll und ja, mich würde mal eure Meinung zu dem Monitor interessieren. Wie findet ihr den AOC-Monitor? Ist es eine Investition wert? Ist es vielleicht zu teuer? Schreibt mir dazu gerne mal Feedback in die Kommentare. Lasst auch gerne mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr keine Reviews mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und tschüss.